Dieser rote Luftballon ist mit Wasser gefüllt und dehnt sich zu einer gigantischen Größe aus. Alles beginnt damit, dass ein Mann einen Ballon mit Wasser füllt. Auf einmal bricht das Ventil und das Wasser strömt unaufhaltsam heraus. Der Ballon wächst zu einer riesigen Größe heran und der Mann muss auf seinem Fahrrad vor dem massiven Ballon fliehen. Seltsamerweise wächst der Ballon immer weiter, ohne zu platzen. Er bedeckt sogar zwei hohe Gebäude, während der Mann verzweifelt nach einem Ausweg sucht. Als er gerade dabei ist, einen Zebrastreifen zu überqueren, prallt er plötzlich mit einem Auto zusammen. Er stürzt zu Boden und sein Fahrrad wird komplett zerstört. Als er hochschaut, ist er schockiert, den riesigen Ballon über den hohen Gebäuden schweben zu sehen. Plötzlich landet ein Vogel auf dem Ballon und pickt daran, bis er platzt. Der Ballon setzt eine gewaltige Wassermasse frei, wie bei einem Tsunami. Der Mann versucht wegzulaufen, aber als er sich umdreht, hat die Flutwelle die Stadt bereits vollständig überflutet. Er kann nicht entkommen und wird vom Wasser mitgerissen. Er versinkt unter Wasser und sieht viele versunkene Gebäude. Schließlich lässt er sich von der Strömung tragen und versucht, an die Oberfläche zu schwimmen. Nach einer Stunde findet er sich in seinem Garten angespült wieder, zusammen mit dem geplatzten Ballon.